Es ist nämlich ein Headset. Jebaited. Das kommt ja mit dazu. Doch, komm. Ich pack das Headset jetzt mal aus. Ich will wissen, wie es ist. Das ist übrigens im Rahmen einer Produktplatzierung, meine Damen und Herren. Also ich werde dafür bezahlt. Ich habe aber keine Auflagen, das heißt, ich kann frei sprechen. Wenn ich etwas kacke finde, dann darf ich das sagen. Diese Aufkleber sind so blöd platziert manchmal. Okay, es ist offen. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt, weil aussehen tut's wirklich nicht schlecht. Was ist das hier? Bedienungsanleitung? Das braucht keiner. Was ist hier drin? Aha, man kann das Mikrofon ab- und anbauen. Oh, es hat auf jeden Fall schon mal gutes Gewicht. Okay. Was kommt hier noch mit? Also Thrustmaster, kussi kussi, aber man hätte ja wenigstens mal ein bisschen wertigeres Kabel ranbauen können, oder? Und das sieht aus wie so ein Kabel, was du für bei 5 € Boxen dabei hast. Ey, du kannst den Karton gleich haben. Gib mir mal eine Sekunde. Mozi, ich muss das hier eben mal auspacken. Und dann lege ich dir den auf den Boden. Hier, so. Da hast du deine Box. Okay, was haben wir denn jetzt hier drin? Schauen wir mal. Kriegen wir das so abgezogen? Sehr gut eingepackt. Also designtechnisch ist es gar nicht mal so hässlich. Die Ohrmuscheln sind auch schön weich. Oh, man kann sogar an den Kopfhörern lauter und leiser machen. Gar nicht mal so kacke, ehrlich gesagt. Also jetzt mal ohne Scheiß. Du hast hier halt noch einen Lautstärkeregler dran. Man kann das bewegen, das ist auch gut. Gut, legen wir das mal beiseite. Das werden wir im Rahmen auch gleich mal mit testen. Weil das kriegt man nämlich jetzt aktuell dazu, wenn man sich das vorbestellt. Das Ganze, nämlich das Gerät, was wir jetzt gleich mal auspacken werden. Und da bin ich ja wirklich mal sehr gespannt drauf, was das so kann. So, packen wir das mal beiseite. Und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Geschichte, die wahrscheinlich mehr Menschen interessiert. Meine Katze. Mozi, ich brauche den Tisch. Nee, mein Schoß ist gerade nicht. Natürlich, jetzt reißt der Karton. Packen wir doch mal das Ding aus hier. Ah, was haben wir denn hier drinne? Ein T818, Ferrari Edition. So, ich lege dir das jetzt hier hin, Mozi. Da. Was haben wir denn hier? Do not hesitate to firmly tighten the nut against the wheel. Okay, das hier ist schon mal ein sehr guter Hinweis. Da geht es um den Quick Release. Mal sehen, wie quick er dann ist. So, was packen wir denn hier zuerst aus? Was haben wir denn hier? Hier ist Füllkarton. Brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Aha. Desk Mounting Kit. Das legen wir mal beiseite, weil wir fahren nicht am Desk. Was wollen wir zuerst auspacken? Wheelbase oder Lenkrad? Wheelbase? Wheelbase. Okay, das ist die Wheelbase. Die hat auf jeden Fall gutes Gewicht. Warte, Mozi. Ja, warte, hier. Hier. Ich habe dir beide Kartons da hingelegt. So. Dann machen wir mal Logi-Logi. Was haben wir denn hier drin? Thrustmaster Member Card. Welcome. Bienvenue. Willkommen. Geruchstechnisch interessant. Nur mal so als Hinweis, ne? Also, wenn ihr das jetzt bestellen solltet, kriegt ihr dieses Headset mit oben drauf. Bei Alternate, by the way. Ne? Also, ich möchte extra nochmal erwähnen, das ist hier im Rahmen einer Produktplatzierung. Ich habe aber keine Vorgaben gekriegt bezüglich dem, was ich hier sagen darf, muss oder kann. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein Brecher. Wir packen mal kurz alles aus hier. Was haben wir denn hier noch? Aha, wir haben hier mal wieder eine Schraube. Wofür die wohl sein mag? Nee, Mozi, warte. Ich packe dir den Karton jetzt auch hier hin, da. Du hast jetzt 3 zur Auswahl. Bitte? Du hast 3 zur Auswahl. 3 Kisten hast du zur Auswahl. Genau. Und jetzt gehst du da runter. Perfekt. So, dann gucken wir uns das mal an. Das ist schon mal Plastik. Das ist 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 Plastik. Hier ist alles Plastik. Was haben wir denn hier an der Seite? An der Seite haben wir Knöpfe. Wir können hier das Force Feedback an- und ausmachen. Wahrscheinlich der An- und Ausknopf und Profile wechseln. Okay. Vorne der Grill, auch Plastik. Hier drinnen. Auch Plastik. Das ist auch Plastik. Der Quick Release scheint auch Plastik zu sein. Der Quick Release ist aber cool, weil du musst ihn nur aufmachen und wieder zumachen und dann hält das scheinbar drin. Hier ist auch gleichzeitig noch ein Adapter drin, so wie es aussieht für die alten Lenkräder. Den wird man jetzt hier wahrscheinlich einsetzen können. Yes. Und dann können wir den zumachen. Okay, der geht nur einseitig rein. Dann machen wir das mal kurz so. Okay.
Also der erste Eindruck ist auf jeden Fall schon mal sehr viel Plastik. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Aber das muss ja erstmal nichts heißen. Nicht wahr? Wir haben hinten Stromkonnektor dran. Wir haben hinten auch einen Powerknopf dran. Wir können Pedale mit dran machen. Wir haben noch einen USB-Anschluss, Strom und DIO, was auch immer DIO ist. Ja, das ist die Konnektivität. Was hinter diesem Deckel ist, weiß ich nicht. Ich möchte den Deckel jetzt auch ehrlich gesagt nicht abmachen. Hier an der Seite sind die Knöpfe dran, wo wir wahrscheinlich die Profile durchschalten können. Ist aber ein ganz schöner Brummer. So, dann war hier noch ein Cartoon mit drin. Was ist denn da mit dabei? Das wird wahrscheinlich, nehme ich an, das Netzteil sein. Hier ist das USB-Kabel für USB-C. Das ist schön, dass wir schon mal auf USB-C gewechselt haben. Kaltgerätestecker und das Netzteil. Das ist sogar übersichtlich. Das finde ich gut, dass es nicht so riesig ist. Gut, das brauchen wir auch. Aber wir legen das jetzt erstmal hier kurz an die Seite, ohne die ganzen Tüten. So, dann machen wir den Deckel hier mal wieder drauf. Schauen wir uns mal das Lenkrad an. Okay, das ist sehr leicht. Feels good, man. Formula Wheel Add-on. Aber das Lenkrad passt überall, theoretisch. Na ja, dann. Also das geht auch an die alten Wheelbases ran. Es ist kompatibel für PS4, PS5, Xbox One und Windows. Das ist auch geil. So, dann packen wir den Apparat mal aus hier, oder? Also Präsentation ist sehr gut. Es ist mit Alcantara überzogen. Ich meine nicht, dass das jetzt von Wichtigkeit wäre. Aber eine Sache muss ich wirklich gestehen, was ich persönlich nicht so schön finde, ist der Geruch. Der Geruch. Also wahrscheinlich wird sich jetzt der ein oder andere denken, hä, bist du doof? Was willst du jetzt mit deinem Geruch? Der Geruch ist sehr komisch. Der riecht sehr, wie soll ich sagen, chemisch? Sehr chemisch, ja. Das ist ja auch immer so ein Ding, also bei mir zumindest, wie Sachen riechen, wenn ich sie auspacke. So, dann werden wir uns das Ding mal ansehen, wa? Maga, die Knöpfe, die sind sehr hart. Da muss man aber sehr viel Kraft aufwenden. So, was ist denn das hier? Hier ist ein Eier. Sind die Aufkleber ablösbar? Yes, sind sie. Das ist wieder für kleine Hände gemacht hier. Wenn ich jetzt da reingreife, habe ich das Gefühl, ich habe ein sehr kleine Sache in der Hand. Also hinten das Cover, Plastik. Die Schienen sind Alu. Wie nennt man das? Ich glaube brushed. Theoretisch ist alles angehbar und abbaubar vom ersten Eindruck her. Okay, die Rotary Encoder sind sehr, sehr schön. Die haben sehr tolles Feedback. Funky Switch, der fühlt sich auch gut an. Den kann man aber nicht drücken. Die Dinger sind sehr leicht. Also die Daumenregler. Und es ist sehr, sehr leicht. Also es ist wirklich... Das wiegt fast nichts. Das sind die Shifter. Gut, dann machen wir das mal an die Wheelbase dran, wa? Also ich würde es aus Sicherheitsgründen mal anmachen. Oh, geil. Hier ist ein Kabelzwirbler mit dabei, ein Klett. So, schließen wir mal den ganzen Salat hier kurz an den Strom an. So, jetzt müssen wir das hier mal kurz beiseite packen. Ich hoffe, das Ding hat nicht Instant Saft. Nee, hat er nicht. Dann schließe ich mal das Lenkrad an. Das Lenkrad geht. Machen wir mal kurz den ersten Eindruck, ja? Also nochmal, ich möchte das extra fairerweise deklarieren. Ich wurde dafür bezahlt, das ist eine Produktplatzierung, dass ich das hier ausprobiere. Ich habe aber keine Vorgaben gekriegt für Sachen, die ich sagen darf. Das heißt, das wird hier so ehrlich, wie es nur geht, rüberkommen. Ich gebe euch mal so den ersten Eindruck, nachdem ich jetzt die Packung ausgepackt habe, ja? Also das hier, alles zusammen, so wie es hier steht, kostet 1099 Euro. Für mich persönlich, für mich jetzt, ist da zu viel Plastik dran. Also die ganze Wheelbase besteht grundsätzlich außenrum aus Plastik. Das hier, bis auf die Aluminium-Shifter hinten, ist alles Plastik. Ich habe mir extra zu der Wheelbase noch nichts Genaues angeguckt. Das heißt, ich weiß weder, wie viele Newtonmeter da rauskommen, noch was da sonst so drin ist, weil ich mir das komplett roh angucken will, ohne dass ich euch so ein Marketinggedödel runterleier. Deswegen, wir gucken uns das alles im Prozess an.
das finde ich persönlich auf dem ersten Eindruck nicht so schön. Den Quick Release finde ich persönlich auch nicht so schön, weil, also nur mal so aus dem Bauch raus, was sie wahrscheinlich können wird. Ich gehe mal davon aus, dass sie so 10 Newtonmeter würde ich schon rausdrücken, ungefähr. Ich habe nicht so viel Vertrauen in 10 Newtonmetern, das hier hinten. Ich habe nicht so viel Vertrauen. Ich kann, also wie gesagt, das ist nur erster Eindruck. Ich kann mich natürlich auch täuschen, wenn ich damit fahre. Aber das hier ist alles Plastik. Und was ich jetzt nicht machen kann, ist beispielsweise das hier abdrehen, diesen Adapter rausziehen. Kannst du vergessen. Der ist einfach bombenfest da drin. Und ich werde es auch nicht tun, weil ich Angst habe, das kaputt zu machen. Also das Ding hier, no chance, kriegst du nicht mehr raus. Weil das hier kommt ja jetzt, also ne, wenn das jetzt hier dran ist, kannst du das ja an das Wheel ranmachen, was erstmal so per se gar nicht so verkehrt ist. Ne? Also vom Prinzip her kannst du das jetzt hier reintun, und dann kannst du das da ranklippen und dann hast du das da dran. Was mich daran halt wirklich stört, ist, dass es Plastik ist. Und ich vertraue Plastik nur zu einem gewissen Maße. Und einem Servomotor, der hier drin ist, vertraue ich Plastik nicht an. Bin ich ganz ehrlich. Kann mich natürlich, wie gesagt, noch täuschen. Sie werden lange genug dran getestet haben. Sonst wird das ja so nicht rauskommen. Aber für 1.000 € oder 1.099 €, die es jetzt kostet, hätte ich persönlich ein bisschen was anderes erwartet. Wie gesagt, ist nur erster Eindruck, ist nichts Finales. Vom Auspacken her, und das ist leider bei Thrustmaster auch die letzten Male so gewesen, der Geruch dieser Geräte, die ich auspacke, hat keinen schönen neuen Geruch. Das riecht nicht schön. Es riecht unangenehm. Das ist nur mein Ding. Ich packe gerne Sachen aus, die nicht so... Ich kann euch das gerade nicht beschreiben. Es riecht sehr nach Chemie. Also ich habe selten Produkte gehabt, die so gerochen haben. Das ist aber nur mein eigener... das ist nur mein eigenes Ding. Ansonsten müssen wir uns dann die Tage, und das werden wir nächste Woche machen, weil heute passt das einfach nicht mehr rein, werden wir uns das mal genauer angucken. Wir werden das Ding am Schreibtisch fahren und am Coffee Racer werden wir das mal ausprobieren. Vom Wheel her, es macht einen soliden Eindruck. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das Einzel kostet. Wie gesagt, es kommt im Bundle. Das gucken wir dann im Laufe der Review auch nach. Die Knöpfe sind wirklich sehr, sehr schwer. Also finde ich persönlich sehr, sehr schwer. Dafür sind die Drehregler an der Seite sehr, sehr leicht. Also ich denke, da wird man sehr oft übers Ziel schießen. Die Rotary Encoder finde ich sehr schön. Den in der Mitte kann man sogar drücken. Alle anderen sind nur... Nein, die anderen kann man auch drücken. Man kann nur den einen hier unten nicht drücken. Der Funky Switch ist sehr... das weiß ich. Also das kann ich ehrlich gesagt noch nicht einschätzen. Er fühlt sich gut an, aber ich stelle mir vor, dass das... unangenehm wird, im Rennen den zu nutzen, aber da kann ich mich auch täuschen. Fühlt sich an wie so ein richtiger Joystick. Für mich ist das Wheel auf jeden Fall zu klein. Also ich müsste beispielsweise so hier unten greifen, damit ich vernünftig schalten kann, weil ich mit meinen Zeigefingern schalte. Ich glaube, wenn man normal greift, also das hier so, dann müsste man mit dem Mittelfinger schalten. Also für mich ist das, wie ihr schon seht, alles ein bisschen zu klein. Ansonsten, die Shifter fühlen sich wirklich gut an, finde ich persönlich. Sie haben einen schönen Punkt, sind magnetisch. Sie klickern schön, sind nicht zu laut, finde ich. Also ist noch im Rahmen der Klickerei. Könnte für meinen Geschmack aber leiser sein. Aber das bin ja auch nur ich an der Stelle. Das Auspacken war schon schön. Trotz alledem. Das werden wir nächste Woche, bauen wir das mal an und werden damit mal eine Runde fahren. Mal gucken, ob wir das mit SIM-Hub nutzen können oder ob wir betriebseigene Software nutzen müssen. Ich tippe eher auf Zweiteres. Aber das, also Thrustmaster wirklich, falls ihr nochmal eine weitere Charge macht, ein bisschen weniger Plastik wäre wirklich schön. Ansonsten, wie gesagt, ist ja erstmal ein solider Eindruck. Bin ich der Einzige, der da wirklich so hinterher ist mit dem Geruch, Chat? Alexi Bexi ist da genauso wie du.